Die Erklärung. Alles, was du für diesen Trick benötigst, ist ein Stück Pyropapier. Das bekommst du in jedem Zaubergeschäft. Den Geldschein faltest du dreimal. Anschließend kannst du ihn in der Palmage deiner Hand halten und so vor den Zuschauern verstecken. Wenn du bereit bist, holst du das Pyropapier hervor, zeigst es dem Zuschauer und zündest es an, während du gleichzeitig den Geldschein mit dem Daumen nach vorne schiebst. Die Erklärung. Hierfür benötigst du ein Glas, eine Serviette und bestenfalls einen Tisch. Du erklärst dem Zuschauer, dass du dieses Glas verschwinden bzw. durch den Tisch wandern lassen kannst. Zuallererst zeigst du das Glas und legst die Serviette über. Hierbei ist es wichtig, dass du das Papier wirklich fest ans Glas drückst, damit es diese Form auch beibehält. Denn nachdem du die Serviette über das Glas gelegt hast, lässt du es kurz danach auch schon wieder auf deinen Schoß fallen. Die restliche Präsentation liegt ganz in deiner Hand. Die Erklärung. Hierfür benötigst du ein Kartenspiel. Du lässt den Zuschauer eine Karte auswählen und diese kann er sogar unterschreiben. Das Grundprinzip hinter diesem Trick besteht darin, eine Karte als zwei umzudrehen, ohne dass der Zuschauer es merkt. Das könnt ihr am besten mit solch einem Griff lösen. Wenn der Zuschauer also denkt, dass seine Karte in die Mitte geschoben wird, kommt eigentlich eine ganz andere Karte ins Spiel. Noch einmal schnipsen und schon ist die Karte auf magische Art und Weise nach oben gewandert. Diesen Trick könnt ihr natürlich weiterführen und in verschiedene Phasen einteilen. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Diesen Trick kennen wahrscheinlich schon einige. Alles, was du hierfür brauchst, ist ein Streichholz und ein Tesafilmstreifen. Das Streichholz wird nun am unteren Ende mit dem Tesafilm auf deinen Daumennagel geklebt. Achte darauf, dass es gut sitzt, denn runterfallen sollte es während der Vorführung nicht unbedingt. Wenn du es dann so hältst und mit einer schnellen Bewegung die Hand öffnest, verschwindet das Streichholz scheinbar spurlos. Kurz danach kannst du das Streichholz natürlich auch wieder erscheinen lassen. Alles, was du dazu machen musst, ist die Hand wieder in einer Ruckart Bewegung zu schließen. Tada, das Streichholz ist wieder da. Die Erklärung. Für diesen Trick benötigst du einen unsichtbaren Faden, diesen haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt, einen Geldschein und etwas Tesafilm. Für die Vorbereitung musst du dir einen einzelnen dünnen Faden aus dem dickeren herausziehen und diesen mit etwas Tesa am Anfang und am Ende auf einem weißen Blatt fixieren, um daraus einen Ring zu knüpfen. Um das Ganze zu verdeutlichen, benutze ich ab hier ein Gummiband. Wenn du soweit bist, ziehst du dir den Faden ums Handgelenk und bist jederzeit startklar. Wenn du einen Zuschauer gefunden hast, frag ihn nach einem Geldschein und geh mit dem Zeigefinger der anderen Hand unter den Faden durch. Jetzt bist du in der Position, wo du den Schein nur noch vorsichtig auf den unsichtbaren Faden ablegen musst und die Zauberei kann beginnen.
Erklärung. Für diesen Trick benötigst du eine sogenannte Daumenspitze. Ich habe dir ein passendes Produkt in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenfalls benötigst du zum Beispiel Salz, ein Tuch oder was auch immer du verschwinden lassen willst. Wenn du bereit bist, zeigst du das Objekt, was du verschwinden lassen willst und stoppst es nicht wie die Zuschauer denken in deine Faust, sondern in die Daumenspitze. Noch ein paar magische Bewegungen und das Tuch hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Natürlich kann man das Tuch anschließend auch wieder erscheinen lassen. Dazu reicht es, wenn man mit der Hand, die DDS trägt, eine Faust macht und den Daumen aus der Daumenspitze zieht. Jetzt noch ein paar magische Gesten und das Tuch ist wieder da. Wenn ihr noch weitere Zaubertricks erklärt haben wollt, dann gebt dem Video 150.000 Daumen nach oben. Letzte Mal habt ihr ja schon ganz easy die 100.000 Likes geschafft, dann ist das ja auch kein Problem für euch, Freunde. Das war's dann mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.